Mein Mann hat mir gerade die derbste Überraschung gemacht. Aha, ich kann es einfach kaum glauben. So, beim letzten Mitvlog hatte ich gesagt, ich hatte hier ein Geschenk gekriegt und das wollen wir jetzt mal öffnen, ihr Lieben. Hallo zu einer neuen Woche mit euch zusammen und ich bin gespannt, was jetzt hier drin ist. Aha. Ach, wie süß. Ich kack ab. Ich kack ab. Hä? Oh, wie schön. Dankeschön. Das ist ja total lieb. Und wenn ihr jetzt das Datum seht, dann seht ihr auch, dass sein Geburtstag sich nähert und ich langsam in Panik verfalle. Ich glaube, die Uhrzeit stimmt irgendwie nicht. War das nicht 10.21 Uhr? Da muss ich jetzt selber gerade mal gucken. Auf jeden Fall super, super süß. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt gerade noch mal auf Instagram geguckt. Wer mir nicht folgt, darf das gerne tun. Mein Konto ist zwar privat, ich muss euch hinzufügen, aber das sollte schon klappen. Also es war tatsächlich 10.21 Uhr und 3.320 Gramm. Trotzdem total süß. So, ich habe ja noch diese Kamera. Ich weiß immer nicht, ob die besser ist als die andere. Das Gute an der ist halt, dass man hier Weitwinkel hat und ich kann mich halt bei der auch selber sehen. Aber wie ich hier gerade wieder rumlaufe, sorry Leute, es ist so heiß. Manchmal ist das so kalt und dann so heiß und ich weiß manchmal immer nicht, wie ich... Komm, Flotterlook, ist zu Hause, ist sowieso keiner. Mein Mann kommt erst um 10 Uhr abends nach Hause. Das heißt, wir haben noch eine lange Zeit hier mit Hamza. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen das hier sauber machen und dann geht's für uns ins Wohnzimmer. So, ich habe mir gerade wieder meinen Kaffee gemacht. Und wir waren gerade mit Hamza beim Arzt. Und der hat gesagt, ist alles in Ordnung. Also er wiegt 10,5 Kilo und ist 77 cm groß. Und er hat gesagt, das ist ideal. So, jetzt kriegt er erstmal sein Vitamin D. 3 Tröpfchen every day. Ich habe es heute Morgen vergessen. So, und dann kriegt er auch noch jeden Tag so sein Johannesbrot, Kernöl. Auch immer einen Esslöffel. Das ist halt sehr gut wegen Eisenbildung und noch gegen andere Sachen und das auch jeden Tag. Des Weiteren, wir waren ja beim Arzt und Sami ist schon seit ein paar Tagen ist er so, oh, mir geht's so unwohl und ich weiß jetzt nicht, ob es an Ramadan liegt, aber er meinte, ihm geht's nicht gut und ich sagte so, ja, dann lass uns doch mal zum Arzt, einmal gucken, ob vielleicht irgendwas ist. Nö, hallo, wir sind schon im Krankenhaus und er will nicht zum Arzt. Sind alle Männer so, der hat auch immer ständig ich weiß nicht, was er hat irgendeine Allergie gegen irgendwas, wir wissen noch nicht, was es ist. Er ist aber auch nicht bereit, es herauszufinden, also dieses, er niest ganz doll und dann fühlt er sich unwohl, ich bin immer müde und ich habe keine Lust und antriebslos und dann geh doch zum Arzt. Also ich glaube, Männer gehen erst dann zum Arzt, wenn sie krepieren. Ja, und bei uns Frauen ist es ja ein bisschen anders. Ich glaube, da gibt es auch eine gute Alternative. Ich gucke mal im Internet, was wir da machen können. Wer auch so ein Exemplar zu Hause hat, kann sich gerne bei mir melden. Und ich kriege das schon irgendwie hin. Das ging heute noch übrigens von 4 Uhr bis 6 Uhr morgens so. Guck mal, was angekommen ist. Ich habe mir was bei H&M bestellt, weil wir... weil wir höchstwahrscheinlich, nein, weil wir dieses Jahr natürlich noch irgendwann in Urlaub fliegen. Und da brauchte ich natürlich, ich habe schon einen Badeanzug für Hamza, aber ich brauche auch irgendwas, was ihn schützt, beziehungsweise was langärmliches. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich. Was langärmliches mit UV-Schutz. Das passende Höschen dazu. Ja, das ist dein so, Jim. Und dann natürlich noch die Mütze dazu, die auch hinten so einen Nackenschutz hat. Ja. Ja, das sieht doch supi aus, Hamza. Hamza! Und dann habe ich für mich noch hier so ein was zu überziehen am Strand. Na, wie nennt sich denn das? Kennt ihr alle? So was lockerflockiges zum Überziehen. So, guck mal, was ich mir gerade gemacht habe. Einmal Rührei mit Käse und guck mal, was wieder da ist. Mein Thermomix. Ich freue mich so. Der war jetzt eine Zeit lang in der Eisdiele, weil der dort gebraucht worden ist. Jetzt habe ich mir den einfach wieder zurückgeholt, weil ich brauche den, weil ich möchte mir nämlich gleich Limonade machen. Und das zeige ich euch jetzt.
Das hat man eben fast. Okay, Hälfte, Hälfte würde ich sagen, haben sie aufgegessen. Musst du richtig aufmachen. Ja, supi. Ich glaube, das schmeckt einem. So, sagt mir auch mal bitte, welche Kamera ihr besser findet. Also ich habe jetzt hier eine Zitrone und eine Orange, die ich über Nacht in Tiefkühlfach gepackt habe. Und ein Glas Zucker und 3 Liter Wasser. So, diese 3 Zutaten kommen hier rein in den Thermomix, also in irgendwas, wo ihr gut mixen könnt. Und dann mixt ihr das alles zusammen. Und dann kommt es einmal hier in das Wasser rein und wird dann nachher einmal wieder davon befreit. So, alles Leute, mit Schale also. Zucker. Und dann alles nochmal schön durch den Sieb. Fertig. Da wären wir wieder im Bordeaux. Wir haben circa 1 Stunde 45 Minuten gebraucht, bis wir hier sind. Meine Haare tun mega weh. Und ja, ihr seht, jetzt wird gemeinsam gegessen. Das heißt, wir haben noch circa 5 Minuten bis zum Fastenbruch. Und dann wird zusammen all den Menschen, die hier noch alle sitzen. So, Hamza hat hier gerade seine Suppe. Datteln, Zitrone. Kafayı yedik artık. Evet. Son dakikalarda sen ne yapacaksın? Hele sen. So, wir haben jetzt fleißig gegessen. Beziehungsweise eher mein Mann, weil ich hatte nicht so einen großen Hunger. Und der hat natürlich wieder viel zu viel bestellt und viel zu viel Unnötiges. Und ja, jetzt muss er das natürlich alles noch aufessen. Es kommt gleich noch der Nachtisch. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Es gibt in der Tat Leute, die für Essen so weite Strecken fahren. Zum Beispiel, ach ja, fahren wir doch mal Iskender essen nach Bursa. Ach ja, wir sind gerade mal 200 Kilometer gefahren und hier gutes Fleisch zu essen. Und es hat sich gelohnt. Und es geht wieder nach Hause. Ah, ich habe mir gerade derbst die Finger verbrannt, aber so derb, ich bin so dumm. Ich wollte das hier wegpacken und dann fasse ich dieses heiße Ding mal eben so an, ne? Ich bin so, oh. Ich kann euch diesen Schmerz gerade gar nicht beschreiben. Das tut ja danach immer noch so weh, ne? Ah, scheiße, Mann. Ich krieg gleich Besuch, gleich, in ein paar Stunden, aber ich sollte jetzt schon anfangen. Wir haben ja immer noch Ramadan und ich habe meine Oma und meine Cousine eingeladen zum Iftar. Und ja, ich bin... tu mal jetzt nicht so. Oh, das tut so weh, Leute, ey. Scheiße. Und ja, ich bin hier schon fleißig am Kochen. Und sowas Dummes kann auch immer nur mir passieren. Was gibt's, zeige ich euch jetzt. Ich hatte das letzte Mal auch gefilmt, aber leider habe ich vergessen, auf den On-Knopf zu drücken. Und es hat mich aufgenommen. Ich mache jetzt hier gerade die Schokosoße für den Nachtisch. Dann gibt es nachher Kartoffeln. Dann gibt es nachher Kartoffelbällchen mit Käse überbacken. Dann gibt es Joghurt mit Auberginen. Der Tisch besteht aus diesen Blättern. Das hatte ich euch ja schon letztes Mal gezeigt. Und ich bin der Meinung, Maisstarch, Wheat Flour und Water. Ja. So, jetzt habe ich hier ein bisschen natürlich was zu tun. Übrigens ist heute bei uns in der Siedlung, wird ein Essen veranstaltet. Da kann der ganze Wohngebiet, also die ganze Straße, also alle Leute, die da wohnen, können dort kostenlos zum Fastenbrechen hinkommen. Wer zuerst kommt, mal zuerst natürlich. Das wird so voll sein, deswegen no chance. Aber ich frage Sami mal, ob er vielleicht die Gelegenheit hat, das für euch zu filmen. Darf ich jetzt bitte meine Runde ausflippen? Alter, ich habe mich 1 Sekunde umgedreht, ne? Ich glaube, das soll heute einfach nicht sein. Ah! Also ich bin ja immer ein sehr geduldiger Mensch, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, flippe ich hier gleich aus. So.
jetzt haben wir hier unsere beide, eine Schokosoße, einmal Pudding und einmal diese Reisblätter. Und davon brauchen wir 8 Stück und die kommen dann hier so rein. Genau. So, hier rein. Also ich finde es jetzt schon gut, mit dieser Kamera zu filmen, weil man sieht definitiv einfach mehr und bessere Perspektiven. So, könnt ihr auch ruhig knicken, macht gar nichts. So. Also 4 Schichten und dann kommt einmal der Pudding da drauf. Und dann wieder die nächsten Schichten. Also total easy eigentlich. Ja, sieht aus wie Eis, ist aber nicht. Das ist jetzt hier die Kartoffel. Ich habe ein bisschen Parmesan reingemacht. Muskat, Salz, Pfeffer und so weiter. Und das kommt jetzt hier mit so einem Eisportionierer einfach hier rein. Und dann wird das nachher mit Käse und ein bisschen Sahne überbacken. Das ist jetzt unser Tisch. Wir haben hier... Allah Allah. Hier ist das Essen. Hadi afiyet olsun. Das war mir ein Stück Gulasch, also das, was ich hier vorhin gemacht habe. Er hat es noch nie mit Schokolade gegessen. Güzel. So, das Essen war ein voller Erfolg. Meine Gäste sind weg. Es ist kurz vor 12. Und Hamza steht natürlich schon an. Jetzt wollen wir mal hier den scheiß Fernseher ausmachen. Abschminken. Okay. 1, 2, 3. 3 Wimpern, Leute. Das geht ja mal gar nicht. Was ist das hier? Na gut, 3-mal dürft ihr raten, was nicht fehlen darf. Ich höre ja immer noch, dass einige sagen, der Geruch ist so schrecklich. Ich weiß gar nicht. Das ist echte Rosenduft. Also da ist auch kein Aroma oder sonstiges drin. Das riecht so, Leute. Und guck mal, was da immer noch rauskommt. Dann wollen wir jetzt noch mal nach Hamza gucken, ob er gut schläft. Und dann gehen wir auch ins Bett. So. Zeit ins Bett zu gehen. Bis morgen. Mein Mann hat mir gerade die derbste Überraschung gemacht. Ich kann es einfach kaum glauben. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich für verrückt halten, aber hört ihr das? Ich höre nichts. Er hat Hamza genommen. Er hat gesagt, ich schlafe heute mit Hamza bei meiner Mutter und du darfst dich heute Nacht mal ausruhen und schlafen. Also ich habe mich seit langem nicht mehr gedacht, ich kann es gar nicht. Ich darf schlafen. Ach, das ist schön. Ruhe dich jetzt einfach mal aus und wisst ihr was? Wahrscheinlich kann ich nicht schlafen. Aber was ich euch jetzt noch zeigen wollte. Ja. Ihr seid jetzt wahrscheinlich ein bisschen bescheuert. Aber guck mal, das ist Hamzas Toilette. Ja, es ist noch relativ früh, aber ich möchte ihn jetzt schon dran gewöhnen. Nicht ans Pipi machen, sondern das, wenn ich auf Toilette hocke, dass er einfach sonst daneben mitsitzt. Und er hat seine eigene Klopapierrolle. Und... kann man, glaube ich, auch Wasser reinfüllen und dann spült es das einmal durch, ja. Witzig, oder? Wie jetzt meine Nacht ohne Mann und Hamza war, erfahrt ihr dann nächste Woche, würde ich sagen. Und hier meine letzten beiden Videos könnt ihr euch gerne angucken. Ich würde mich sehr freuen und ein oben. Und hier oben dürft ihr mich abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Au revoir.